So, liebe Freunde, ich bin gerade auf der Donau mit der Maya und habe heute sehr erfolgreich auf Barbe geangelt und möchte ganz gerne ein Video rausbringen, beziehungsweise möchte ganz gerne wieder mal eine richtig große Barbe fangen. Mit der Anzahl, da haben wir hier kein Problem, aber ich würde ganz gerne wieder mal eine richtig große, über 80 fangen. Und das Ziel habe ich mir so für den kommenden Herbst und Anfang Winter gesetzt. Mal schauen, was daraus wird. Ich bin am Filmen und wenn es klappt, dann wird hier auf diesem Kanal ja ein Video dazu kommen. Einige von euch haben es vielleicht gesehen. Ich war vor kurzem endlich wieder zum Welsangeln in Italien und habe dazu ein Video mit dem Titel Postapokalyptica gedreht, weil ja irgendwie die vergangene Zeit apokalyptisch war und das für mich endlich mal wieder so ein Endpunkt, so einen, ja, nach 2 Jahren emotionaler Anstrengung, teilweise Ausgrenzungen und so weiter, wieder einen echten Erholungspunkt für mich gesetzt hat. Also schaut euch dieses Video gerne an und ich wollte diese Sekunde jetzt einfach mal nutzen, um euch darüber aufzuklären, was so meine Gedanken für die Zukunft dieses Kanals hier sind. Es gab ja immer wieder doch treue Zuschauer, die sich die in letzter Zeit selten gewordenen Videos angesehen haben. Und ja, ich habe in letzter Zeit wenig Videos gemacht und das hat mehrere Gründe. Erstens Studium, zweitens man will nicht immer unbedingt beim Angeln alles preisgeben, wenn man sich im Internet mit vielleicht Fischen, die man auch an anderen Plätzen gefangen hätte, zeigt, dann sind diese Plätze oft einfach bevölkert und wenn man in Ruhe angeln will, dann versucht man sowas zu vermeiden. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist der, dass ich auf einem anderen Kanal sehr, sehr viel Content produziere, aber eigentlich nur sekundär, weil ich bin ein Prediger in einer reformierten Baptistengemeinde geworden und habe da mich in letzter Zeit sehr, sehr viel eingebracht. Und ich habe deswegen sekundär gesagt, weil meine Predigten, meine Bibelauslegungen auch auf YouTube zu finden sind. Wer Interesse hat, ich verlinke euch gerne den Kanal in der Videobeschreibung. Und das ist einer der Gründe, weil ich da jede Woche eingespannt bin, weil es derzeit momentan leider keinen zweiten Prediger gibt, liegt diese Aufgabe bei mir. Und ich habe diese Aufgabe sehr gerne. Ich bin froh, meinen Freunden dienen zu können damit. Und es gibt mir sehr, sehr viel Sinn und Bedeutung mit meinem Leben. Und in diesem Sinne lade ich jeden herzlich dazu ein, auch diesen Kanal sich anzusehen. Vielleicht interessiert das Thema Bibel und Glaube einige. Auch wenn ihr nicht überzeugt seid davon, könnt ihr gerne mal reinsehen. Und ich bin auch jederzeit für Diskussionen bereit. Also, schreibt in die Kommentare, was eure Fragen sind, was ihr dazu meint und ja, wer damit überhaupt nichts anfangen kann, der braucht ja nicht, den Kanal aufzurufen. Also dann, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und wie gesagt, ich bin hier noch beim Barbenangeln und versuche die 80 plus Barbe zu fangen. Und wenn es klappt, dann werdet ihr sicher davon erfahren. In diesem Sinne, bis bald und ahoi!